So. Und um jetzt das Problem noch umfassender zu erklären, als ich das bisher getan habe, jetzt fangen wir eben an, weil wir Brennholz brauchen und weil es jetzt einen Markt gibt für dünne Äste, den vorher nicht gab, weil vorher waren dünne Äste zunächst zu gebrauchen, man konnte keine Bretter draus machen, man konnte kein Bauholz draus machen, was der Hauptanwendungsmarkt für Holz gewesen ist, und es hat sich nicht mal gelohnt, die Dinger für die Papierherstellung zu verwenden, weil sie zu schwer dafür zu bearbeiten gewesen sind und einfach der Kostenaufwand, diese dünnen Äste ins Papierwerk zu bringen, zu hoch gewesen wäre, das hätte sich gar nicht gelohnt. Also ich will darauf hinaus, dünnes Holz konnte man früher nicht verkaufen, weil ein stofflicher Nutzen, sprich man baut daraus irgendein Produkt, war nicht gegeben. Man hätte sie damals auch schon verbrennen können, aber für den privaten Haushalt hat es sich nicht gelohnt. Der hat lieber Scheitholz mit nach Hause genommen für den Kachelofen, weil einen ganzen Wagen voller Reisig nach Hause fahren, das brennt nicht lange, das brennt nicht gut, da hast du nichts von. Ne? Wissen wir selber, wenn wir einen Ofen zu Hause haben, Reisig reinschmeißen, macht keinen Sinn. Soll heißen, es ist jetzt bis zu dem Punkt, als man angefangen hat, Holzpellets und Holzhackschnitzel zu verheizen, immer wunderbar, sämtliches, kleines, dünnes Material, das eben viele Nährstoffe enthält, im Wald liegen geblieben. Keiner wollte das haben, da gab es ohnehin keinen Markt für. Es gab zwar noch das Problem, dass durch die Holzernte das Zeug dann meistens an der Rückegrasse rumlag, aber wenigstens war es dann noch irgendwie im Wald. Das ist also jetzt nicht ganz so schlimm wie das schlimmste Szenario, was man machen kann, wenn man Holzernte betreibt, für den Nährstoffhaushalt des Waldes gesehen. Geldtechnisch ist das sicher eine gute Idee. Und auf manchen Böden spielt es auch echt keine Rolle und man kann das machen. Die sind einfach so gut, da geht das. Soll heißen, statt eben die ganzen abgeschnittenen Äste bei der Holzernte irgendwo im Wald liegen zu lassen, nimmt man die auch noch mit. Schmeißt sie in den Hacker und macht Hackschnitzel draus. Oder verarbeitet es dann später weiter zu Holzpellets. Wenn man das auch noch macht, dann kriegt man nochmal zusätzliches Geld und verdient sich wirklich dumm und dämlich mit dem Wald. In Anführungszeichen. Also es ist jetzt nicht so, dass das jetzt die reinste Goldgrube ist und jeder, der dieses Video sieht, jetzt sofort sich ein Stück Wald kauft und meint, er wird damit reich. Ne? Also so schlimm ist es jetzt auch wieder nicht. Aber es ist halt schon ein gewisser echt finanzieller Faktor und man kann auch sehr junge Waldbestände dann immer noch zu Hackschnitzeln verarbeiten, wenn man schon sonst nichts damit machen kann. Man kann Holz, das normalerweise überhaupt nicht genutzt werden würde, weil es einfach nicht dazu taugt, Bretter draus zu machen oder ähnliches, jetzt auch nutzen, indem man es zu Hackschnitzeln verarbeitet. Durch den Markt Holzhackschnitzel, Holzpellets, ist es jetzt inzwischen wirklich möglich, jede Biomasse in Form von Holz, die im Wald irgendwie anfällt, zu verkaufen. Wenn die in größeren Mengen anfällt, kann man damit definitiv einen Gewinn machen und es ist so halt wirklich problemlos möglich, alles zu verbrauchen, was da ist. Das ist jetzt natürlich Teil des Problems, ne? Weil es früher gab es einfach eben, ich habe es ja schon erklärt, ich sage es jetzt leider Gottes halt nochmal, früher gab es halt eben den Drang einfach nicht, die Notwendigkeit nicht, so ein Zeug dann zu verwenden. Man hätte einfach nichts damit verdient, wenn man es aus dem Wald rausgeholt hätte, wäre völlig sinnlos gewesen. Und jetzt hat man halt eben neuerdings die Qual der Wahl. Lässt man sein Holz im Wald liegen und tut der Natur was Gutes und verzichtet darauf, damit noch jede Menge Geld zu machen? Oder möchte man halt dann eben doch das zusätzliche Geld, was man damit verdienen kann, noch mitnehmen? Das ist jetzt die elementare Frage und wichtig ist dabei eben, man muss auf den Boden gucken. Kann man das machen? Geht es? Ist der Boden gut genug, dass man keinen Schaden anrichtet, wenn man jetzt meinetwegen 100 Jahre lang noch alles rausnimmt, was irgendwie da vorhanden ist? Oder geht das nicht? Und da muss man sagen, zum Beispiel Brandenburg, Berlin hat ziemlich arme Böden. Da findet man im ganzen Bundesland kaum wirklich richtig nährstoffreiche Böden. Das gilt insgesamt so für die norddeutsche Hälfte überwiegend, kann man auch nicht sagen, aber da wo Wald steht, ist es meistens so, dass das sehr arme Böden sind und wenn man da so eine Holzernte betreibt, dann degradieren diese Böden noch weiter. Sprich, irgendwann sind sie halt dann so sehr degradiert, dass man tausende von Jahren warten müsste, bis da neue Nährstoffe drin sind, dass man wieder weiter vernünftig irgendeine Produktion von Biomasse, sei es Holz oder Landwirtschaft, damit betreiben könnte.
Ne? Also damit haben wir jetzt das Problem durchthematisiert. Zusammenfassend, eine Holzernte unter maximalem Nährstoffexport in Anführungszeichen ist A, effizienter, B, billiger und C, kriegt man noch zusätzlich Geld dafür, wenn man die zusätzliche Biomasse, die man dann noch rausnimmt, auch noch verkauft. Ja, das ist jetzt natürlich eben dann der springende Punkt. Gleichzeitig will man damit eigentlich was Gutes für die Umwelt tun, weil Holzhackschnitzel oder Holzpellets verheizen ist ja umweltfreundlich. Und das ist auch richtig, das ist wirklich umweltfreundlich. Es ist ein CO2-neutraler Brennstoff, das ist schon korrekt. Wo kriegen wir da jetzt irgendeine Lösung her? Was tun? Was soll man da jetzt machen? Das ist jetzt die große Frage und da sind die Kollegen fleißig am Forschen und ich möchte euch mal ein paar mögliche Lösungsansätze nennen. Aber erstmal gibt es noch das große Problem, was ich auch nicht ganz unerwähnt lassen möchte. Da wir in Deutschland zu wenig Holz haben, damit alle Leute mit Holz heizen können, die gerne mit Holz heizen wollen, was immer mehr werden, muss Holz importiert werden. Und da wir in anderen Ländern keine so gut geregelte Forstwirtschaft haben wie hier und unter Umständen auch viel schlechtere Böden, ist es da viel, viel, viel schlimmer, wenn da Holz entnommen wird, damit wir es hier verheizen. Beispiel, wenn du in Sibirien irgendwelche krubbeligen Fichten umsägst, die kein gutes Bauholz geben würden, aber natürlich sehr wohl Hackschnitzel, was in Sibirien kaum was kostet, weil die Löhne entsprechend gering sind, kannst du die zu richtig guten Preisen nach Europa verschippern. Nach komplett Europa, nicht nur nach Deutschland, das gilt genauso für Frankreich, England, auch Skandinavien interessanterweise. Man sollte meinen, die haben selber genug Wald, aber scheinbar nicht, beziehungsweise ihr eigener Wald ist ihnen zu wertvoll. Das Dumme ist jetzt, erstens wachsen die Bäume da oben extrem langsam, weil da ist es kalt, ne? Der Sommer ist super kurz, die Wachstumsperiode demzufolge auch. Sprich, wenn du da Holz entnimmst, da musst du schon geringe Mengen entnehmen, damit man da noch von einer nachhaltigen Holznutzung sprechen kann. Wenn man also auch da nur entnehmen will, was in einem Jahr zuwächst, das ist gar nicht so viel. Auch wenn die Wälder riesig sind, es wächst halt wahnsinnig langsam. In den Tropen ist das Ganze noch viel schlimmer, weil wenn man da Holz einfach nur so als Hackschnitzel entnimmt, entnimmt man ja wieder die Nährstoffe. Und ich habe euch ja erklärt, wie das funktioniert, wenn man schlechte Böden hat. Die Tropen haben die schlechtesten Böden der Welt. Die Böden enthalten überhaupt keine Nährstoffe. Alles, was da an Nährstoffen im Ökosystem unterwegs ist, ist in der Vegetation. Entnimmt man Vegetation, entnimmt man automatisch Nährstoffe, die danach sofort fehlen. Die werden überhaupt nicht nachgeliefert. Alles, was man da entnimmt, was nicht reiner Holzkörper ist, ist ein Nährstoffexport, der richtig wehtut. Also in den Tropen ganz, ganz scheiße. Sprich, ein großes Problem, auf das ich jetzt aber nicht weiter eingehen werde, beim Brennholzmarkt im weitesten Sinne, ist Holzimporte auch sonst wo. Ganz, ganz, ganz gefährlich. Da passiert ganz viel Schindluder. Es gibt enorm viel illegale Einschläge. Die sind dann besonders schlimm, weil es da überhaupt niemanden interessiert, wo das Zeug eingeschlagen wird. Das ist ein Riesenthema für sich. Das werde ich irgendwann nochmal gesondert behandeln. Damit ich irgendwas dazu gesagt habe, wenn ihr eine Holzheizung habt im weitesten Sinne oder euch irgendwo Holz im Baumarkt oder sonst woher kauft, zukauft und es nicht selber in eurem eigenen Wald macht oder beim Förster holt oder sowas. Das ist übrigens die beste Möglichkeit. Holt es vor Ort aus eurem eigenen Wald daheim. Also muss nicht euch gehören, muss einfach euer Gemeindewald sein oder sonst was. Beim örtlichen Förster fragt den einfach mal, ob er Brennholz für euch hat. Haben sie immer. Ist überhaupt kein Thema. Das ist die beste Methode. Die zweitbeste Methode ist, wenn Holz irgendwo importieren, im Baumarkt kaufen oder sonst was, guckt, dass das ein FSC-Siegel hat. Das ist der Forest Stewardship Council. Das ist im Prinzip ein Verband aus Wirtschaft, Naturschutz und Regierungsorganisation. Ich weiß es gar nicht so genau. Ist peinlich. Egal, die zertifizieren Holz aus halbwegs nachhaltigem Anbau. Ist dann immer noch nicht die ultimativ beste Lösung, aber niemals Holz kaufen, auf dem gar nichts draufsteht. Wenn das Holz einfach nur Holz heißt, Holz für wenig Geld, dann ist es garantiert in irgendeiner Form mindestens aus nicht nachhaltiger Forstwirtschaft oder aus illegalen Einschlägen, vermutlich noch ansonsten. Unterstützt sowas nicht, immer schön zertifiziertes Holz kaufen. Im Fall von Brennholz ist es dann auch gar nicht so teuer. Also da habe ich kein Verständnis dafür, wenn man da unbedingt sparen möchte und sich Holz aus
keine Ahnung, Urwald oder sonst was, was Raubbau an der Natur ist, kauft und dann behauptet, man wäre umweltfreundlich, weil man mit Holz heizt. Nein, 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 habe ich kein Verständnis für. Gut, aber so viel zu dem Exkurs. Jetzt haben wir endlich nach langer, langer Zeit das Problem komplett umrissen. Das solltet ihr jetzt auch verstanden haben und das sind meiner Meinung nach auch alle wesentlichen Aspekte, die es zu diesem Problem zu sagen gibt. Kommen wir jetzt zu den Lösungsstrategien. Wie gesagt, es ist alles noch ein bisschen im Forschungsbereich, ne? Wir wissen noch nicht alles, was wir darüber wissen können. Vieles wird noch gerade eben jetzt erforscht und es sind bisher erst Lösungsansätze. Es gibt noch nicht die eine Lösung. Und zwar sind es zwei richtig vielversprechende Varianten, wie man dieses Problem umgehen kann, die gerade im Gespräch sind. Variante 1 ist der sogenannte Energiewald. Der hat auch wieder viele Nachteile, aber jetzt erstmal grob erklärt, worum geht's. Man nennt das Ding auch kurz Umtriebsplantage. Vielleicht habt ihr sowas gesehen. Das ist dann im Prinzip ein ehemaliger Acker, den man jetzt mit Pappelstecklingen vollgesteckt hat, auf dem dann innerhalb weniger Jahre aller höchstens 8 bis 10, in ganz krassen Ausnahmefällen, ein junger Wald hinwächst, den man dann mit einem sogenannten Gehölzmähhäcksler, das ist im Prinzip ein Mähdrescher für junge Bäume, funktioniert ganz einfach, fährt man drüber, das Zeug wird niedergehäckselt, wie mit einem Mähdrescher auf dem Feld auch, gleichzeitig hinten in so einen Anhänger in Form von Hackschnitzeln hinten reingeblasen. Also das Zeug wird abgemäht, klein gehäckselt und hinten in den Container. Und den Container kannst du sofort ans nächste Biomasse-Heizkraftwerk fahren und da wird das Ganze dann sofort zu umweltfreundlicher Energie verarbeitet. Das ist tatsächlich wirklich eine Alternative, denn diese speziellen Pappelklone, die da verwendet werden, nehmen erstens mal sehr, sehr, sehr wenig Nährstoffe auf. Zweitens macht man die Methode nur auf Böden, die diesen Nährstoffexport verkraften können. Drittens handelt es sich um landwirtschaftliche Böden, die dann super einfach zu düngen sind, wenn gerade keine Bäume draufstehen. Dann fährst du halt einmal schnell drüber mit der Güllekanone und spritzt ein bisschen Gülle in der Gegend rum. Und dann ist der Nährstoffhaushalt erstmal wieder gesichert. Überwiegend. So einfach ist es dann doch nicht. Und dann kommt noch erschwerend dazu, das ist einfach von daher eine auch wahnsinnig kostengünstige und ökonomisch attraktive Variante, weil diese Pappeln, wenn sie abgemäht sind, wachsen sie einfach nach. Man muss also gar nicht neu pflanzen. Man hat nichts zu tun in so einer Energiewaldplantage als alle, na, sagen wir mal, schlimmstenfalls eben 8 Jahre. Kann auch alle 4 Jahre oder 5 Jahre passieren, da einmal mit dem Gehölzmähhäcksler drüber zu fahren, das Zeug zu Hackschnitzeln zu verarbeiten und ab ins Biomasseheizkraftwerk. Wo das geht, Böden, wo das funktioniert, ist das halt eine echte Alternative und wenn wir von denen noch mehr anbauen würden, insbesondere auf zum Beispiel Ackerflächen, die der Grundeigentümer überhaupt nicht benutzt, weil er zu faul ist, Kartoffeln anzubauen oder was auch immer, wäre das eine echte Alternative. Jetzt muss man aber auch gucken, einer der großen Nachteile, der angesprochen wird, wenn es um das Thema Kurzumtriebsplantage geht, ist, dass man natürlich eine Fläche, die potenziell zum Nahrungsanbau zur Verfügung steht, für Holzanbau verwendet. Aber bisher macht man das ja auch auf Flächen, auf solchen Flächen eben auch schon, nur baut man da kein Holz an, sondern Mais. Mais zur Bioenergiegewinnung. Und Mais ist viel weniger effizient als Holz. Mais braucht mehr Nährstoffe und was zu essen, potenzielles zu essen, verbrennen, wenn man gleichzeitig alternativ Holz verbrennen könnte, was von Ertrag her, von der Biomasseproduktion her ähnlich gut ist. Ja. Aber das ist eben was, da wird gerade immer noch dran geforscht und ich will mich da nicht so weit aus dem Fenster lehnen und jetzt sagen, das eine ist richtig, das andere nicht. Ich habe schon eine Tendenz, wie man eventuell raushören könnte und finde es auch einfach pervers, dass man Nahrungsmittel verbrennt, wo man alternativ wirklich auch auf eine super gute, ökonomisch sinnvolle, umweltfreundliche Art und Weise Holzhackschnitzel produzieren könnte. Naja. Also Lösungsansatz lautet eben wie folgt, man verzichtet auf die Nutzung von Waldholz zu Hackschnitzeln, macht Forstwirtschaft zwar immer noch entsprechend hochmechanisiert, aber lässt wenigstens die Nährstoffe irgendwo im Wald liegen, wenn schon nicht genau da, wo der Baum gefällt worden ist, was auch in manchen Fällen noch gemacht wird von manchen Förstern, aber dann kostet es halt eben mehr Geld und die Holzernte wird weniger rentabel, muss man halt eben gucken, in manchen Fällen geht's, in anderen Fällen geht's wieder nicht, aber
Jedenfalls in solchen Situationen ist das halt eine echte Alternative dann, die Kurzumtriebsplantage stattdessen zu verwenden. Also keine Kleinholznutzung aus dem Wald, sondern nur dicke Stämme zur stofflichen Verwendung, Möbel draus bauen, Bretter draus bauen, Häuser draus bauen. Das ja, das ist nach wie vor auch wirklich sinnvoll und eine gute Idee, da habe ich überhaupt nichts dagegen gesagt. Aber das dünne Zeug eben zum Nährstofferhalt des Waldes im Wald lassen und stattdessen lieber auf Böden, die das verkraften können, landwirtschaftliche Böden, die sonst sowieso nicht genutzt werden würden, wovon wir in Deutschland immer noch jede Menge haben, da eben Kurzumtriebsplantage draus machen und dann auf diesem Wege das Brennholz für die Leute, die gerne mit Hackschnitzeln oder Holzpellets arbeiten wollen, hernehmen. Na du? Ist nass heute, gell? Da war kein Hund. Ja. So, das war Lösungsansatz Nummer 1. So, da la. Jetzt gibt es noch die viel raffiniertere Lösung, die gerade auch noch enorm in der Forschung ist, von der ich im Studium selber kaum was gehört habe, weil das so aktuell ist, dass ich schon fast zu früh mit dem Studium angefangen habe, beziehungsweise zu früh fertig geworden bin, wobei ich eigentlich nicht so richtig früh fertig geworden bin. Egal. Ganz interessant ist tatsächlich die sogenannte Ascherückführung. Holen wir ein bisschen weiter aus, natürlich, was auch sonst, ne? Es ist so, wenn das Holz dann irgendwann aus dem Wald kommt, zum Zwecke als Hackschnitzel, eben das Zeug, was eigentlich nicht aus dem Wald kommen sollte. Jetzt gehen wir davon aus, wir machen das trotzdem, weil es aus ökonomischen Gründen halt so wahnsinnig vorteilhaft ist. Und holen uns unser Holz halt eben aus dem Wald und verheizen das dann in einem Biomasseheizkraftwerk, also im großen industriellen Stil. Dann fällt da natürlich eine Menge Asche an. Und jetzt müsst ihr euch klar machen, was Asche eigentlich ist. Asche ist tatsächlich der Rückstand, der beim Holzverbrennen übrig bleibt, wenn folgende Stoffe verbraucht werden. Kohlenstoff, Sauerstoff, Wasserstoff und im weitesten Sinne auch noch Stickstoff. Da sind jetzt diese wesentlichen Nährstoffe, die ich ganz am Anfang mal erwähnt habe, nämlich Calcium, Magnesium, Kalium und Phosphat, gar nicht dabei. Merkt ihr was? Die sind nämlich in der Asche. Und diese Asche ist also entsprechend ein hervorragender Dünger. Düngen mit Asche ist eine sehr, 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 sehr gute Idee. Das könnt ihr euch übrigens auch merken, wenn ihr daheim irgendeinen Kachelofen oder sonst was habt. Wenn Asche anfällt, kippt die in den Garten. Macht euch einen guten Boden. Sämtliche Nährelemente, die wirklich knapp sind, landen 1:1 in der Asche. Das ist grundsätzlich so, wenn man irgendwelche Biomasse verbrennt, bekommt man eine Asche, die alle anorganischen Bestandteile enthält. Und die anorganischen Bestandteile sind zu 99% Nährstoffe und 1% giftige Schwermetalle und Ähnliches. Das ist dann wieder jetzt der Knackpunkt, das Problem bei der ganzen Geschichte. Tatsächlich ist beim Düngen mit Asche ein erhöhter Schwermetalleintrag in den Wald zu erwarten. Das gilt insbesondere dann, wenn das Holz, von dem man die Asche eben verwendet als Dünger, von Bäumen stammt, die zum Beispiel neben der Straße gestanden sind. Dann haben die nämlich einen enorm hohen Bleigehalt in ihrer Asche, zum Beispiel Blei. Da gibt es noch andere Beispiele, wenn der Baum neben Industriegebiet gestanden hat, Stadtbäume mitten aus München oder sonst was, werden auch nicht so gesunde Inhaltsstoffe in der Asche haben. Daher kann man so allgemein sagen, wenn man mit Asche den Wald düngen will, sollte man dafür auch die Asche des Waldes verwenden. Sprich, nur aus frischem Waldholz und nicht aus irgendwelchem Restholz. Restholz meint zum Beispiel, wenn man irgendeinen alten Schrank hat, den man zu Hackschnitzeln verarbeitet oder sowas. Aber nur bei Waldholz kann man sich sicher sein, dass dieses nicht besonders hohe Schwermetallkonzentrationen enthält und man sich damit nicht den Boden kaputt macht, indem man reihenweise Schwermetall in den Wald kippt. Klingt simpel, ist aber von daher schwierig, weil dann wirklich die Kraftwerke, die Kraftwärme, ist fällt mir tatsächlich das Wort nicht ein. Naja, ist ja auch nicht so wichtig, jedenfalls die Kraftwerke, Heizkraftwerk, ich glaube so heißt es, scheiße. Die müssen halt dann eben gucken, was sie wann verfeuern und müssen gucken, dass sie nur dann Asche entnehmen, die zum Dünger weiterverarbeitet werden soll, wenn sie auch wirklich vorher was verbrannt haben, was zu 100% nur aus dem Wald stammt.
Und das ist logistisch schon wieder irgendwie ein gewisses Problem und kostet dann natürlich wieder Geld. Wäre aber hoffentlich lösbar, denke ich doch mal. In einem Land wie Deutschland müsste man das doch logistisch auf die Reihe kriegen. Jetzt ist es dann nochmal so, dass man natürlich nicht einfach Asche in den Wald kippen kann. Das heißt, man kann schon. Das ist aber keine so gute Idee, weil das dann derartig einen hohen pH-Wert hat, also alkalisch wirkt. Dass das zwar eigentlich gut ist für unsere im Durchschnitt immer sauren Böden, die wir so haben in Deutschland, mit Ausnahme von den Alpen, da sind sie tatsächlich dann irgendwann nicht mehr sehr sauer, weil da sehr viel Kalk im Boden unterwegs ist. Aber fast überall haben wir eigentlich immer mindestens ein bisschen saure Böden. Und eigentlich ist es dann gut, wenn man dieser Bodenversauerung entgegenwirkt durch die enorm alkalische Wirkung von Asche. Aber Asche kann bei manchen Böden schon so alkalisch sein, dass der Boden-pH tatsächlich zu hoch wird und die Pflanzen dann Probleme damit kriegen, bestimmte Nährstoffe aufzunehmen, die viel Säure benötigen im Boden, um aufgenommen zu werden. Allen voran tatsächlich das Phosphat, was extrem wichtig ist. Das ist so eins der Stoffwechselelemente. Das ist absolut elementar für jeden Organismus. Wir brauchen alle Phosphat und das Zeug ist relativ knapp. Wird irgendwann mal ein richtiges Thema in den Medien sein, dass das Phosphat weltweit langsam knapp wird und die Nahrungsmittelproduktion darunter zu leiden hat. Und natürlich auch die Holzproduktion, aber die Nahrungsmittelproduktion wird uns dann, wenn wir nichts mehr zu fressen haben, erstmal mehr interessieren als die Holzproduktion. Aber das nur am Rande mal wieder thematisiert. Man kann die Asche mit dem bisherigen verwendeten Kalkdünger mischen. Das ist so eine der ziemlich erfolgsversprechenden Methoden, wie man einen Kalk-Asche-Komplex herstellen kann. Und diesen kann man dann mit einem Hubschrauber, jetzt fahren hier schon Autos rum, aber diesen kann man dann mit einem Hubschrauber jedenfalls im Walde verstreuen, um den Wald eben nachzudüngen und ihm die Nährstoffe wiederzugeben, die man ihm vorher durch Holzernte entnommen hat. Soll also heißen, im Endeffekt sieht das System vor, ja, wir entziehen dem Wald Nährstoffe, aber ja, wir geben sie ihm auch wieder zurück nach der Nutzung des Holzes. Also was wir letztendlich verbrennen, ist bloß dann wieder sozusagen der reine Holzkörper, der ja keine wichtigen Nährstoffe enthält, also nur das Zeug, was im Überfluss in der Atmosphäre und durch Wasser vorhanden ist. Und die wichtigen Nährstoffe, die halt eben knapp werden könnten und aus dem Boden wieder nachgeliefert werden müssen, die kippen wir auf besagten Boden selbstständig wieder drauf. Natürlich kostet das dann Geld. Sprich, das müsste dann der Holzkäufer und vor allen Dingen eben der Holzbrennmaterialkäufer entsprechend zahlen. Weil wie immer zahlt sowas der Endverbraucher. Das schlagen die Unternehmen selbstverständlich auf ihre Preiskalkulation dann entsprechend mit drauf. Ist noch schwierig zu sagen, wie viel das jetzt im Endeffekt kosten würde. Sagen wir mal so, die Herstellung eines Düngers für den Wald, der zusätzlich zum bisherigen Kalkdünger noch Holzasche enthält, die ist bloß ungefähr 2 Euro teurer pro Kilo oder irgendwie sowas, ich weiß es gerade nicht. Klingt wenig, ist auch nicht wirklich teuer. Also ökonomisch gesehen könnte man sowas schon herstellen. Das wäre schon drin. Dummerweise ist es halt eben ein Dogma der Forstwirtschaft, dass nicht gedüngt werden soll im Wald, dass die Forstwirtschaft ohne Dünger auskommt. Allein schon wegen diesem Nachhaltigkeitsdogma. Wir machen hier Wirtschaft, Landwirtschaft im weiteren Sinne, die tatsächlich komplett ohne Dünger auskommt. Und wenn man jetzt eben den Förster davon überzeugen muss, dass er ab sofort seinen Wald düngen muss, da wird es den einen oder anderen geben, der der Meinung ist, dass das wahrscheinlich Blödsinn ist. Das wird schwierig sein, das politisch umzusetzen. Klar kann man das per Gesetz beschließen, aber so ein Gesetz muss dann auch mal durch die entsprechenden Lobbys erstmal durchkommen und das Ganze muss wissenschaftlich erstmal auch noch weiter erforscht werden. Und irgendwie habe auch ich so meine Probleme dabei, wenn ich dran denken muss, dass regelmäßig Hubschrauber über meinen Wald fliegen, die Urnatur, in Anführungszeichen, so wird sie ja doch von uns immer noch wahrgenommen, auch wenn sie das nicht ist, was ich ja schon mehrfach erwähnt habe. Aber ich glaube, es wird schon einige Leute aufregen, wenn regelmäßig Hubschrauber über den Wald fliegen und da so einen weiß-schwarzen Belag über alles drüber kippen, in Anführungszeichen. Also sprich Kalk und Asche. Sieht nicht schön aus,
ist nicht schön und irgendwie hat das so einen negativen Beigeschmack. Jetzt so rein emotional, jetzt einfach mal als Waldbesucher, als Erholungssuchender im Wald, wenn das da regelmäßig gemacht werden muss, in allen Wäldern, das ist schon so ein bisschen, ne? Aber mit irgendwas muss man ja wieder heizen. Ja, also diese beiden Lösungsansätze, die stehen natürlich nicht jeweils alleine im Raum. Also es gibt nicht nur die Variante, wir nutzen Waldholz und kippen Asche in den Wald. Und es gibt natürlich auch nicht nur die Variante, wir nutzen überhaupt kein Waldholz mehr und machen stattdessen ganz viele Kurzumtriebsplantagen. Die Lösung liegt wahrscheinlich in beidem, dass man beides im weniger intensiven Stil, als wenn es jeweils die einzelne Lösung sein sollte, eben beides parallel irgendwie betreibt. Wie das dann genau ablaufen wird, ja, das steht natürlich in den Sternen und da ist halt eben jetzt auch die Forschung gerade dran. Da werden jetzt auch Szenarien entwickelt, wie man eben die Nährstoffrückführung am idealsten machen kann oder den Nährstoffexport am niedrigsten halten kann. Es gibt auch alternative Holzernteverfahren, die halt eben die Nährstoffe noch im Wald belassen sollen an den Orten, wo man keine Energieholznutzung betreibt, um das Ganze dann quasi wieder auszugleichen, dass man bestimmte Standorte extra schont und an den Standorten, wo es der Boden eben verträgt, dass man doch weiterhin auch Energieholz rausholt, dass man da intensiviert. Da gibt es wirklich verschiedene Ansätze und das ist alles Zukunftsmusik, da die ideale Lösung zu finden. Aber immerhin seid ihr jetzt mal informiert, dass es ein Problem gibt, in welche Richtung so ein bisschen die Lösungsansätze gehen und dürft jetzt daheim am Abendessen, Tisch oder wo auch immer mit der ganzen Familie darüber diskutieren. Viel Spaß! Und damit bin ich übrigens auch durch und halte jetzt die Klappe und gehe jetzt dahin, wo es ein bisschen trockener ist, glaube ich. Macht's gut! Ciao!